Freising. Hallo. Ich habe nichts Großartiges vorbereitet, nur hatte ich ein besonderes Erlebnis vorgestern, meine Feuertaufe in dem Rechtssystem. Und deswegen wollte ich das kurz erzählen. Und zwar habe ich schon länger darüber berichtet, wie die derzeitige Rechtslage ist. Nur möchte ich nicht immer einfach nur erzählen, sondern auch einfach mal machen. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich meinen Beitrag leisten oder wo hakt es bei mir in der Angst oder mit dem Rechtssystem, wo bin ich immer da in die Verbindung geraten, dass ich noch Angst habe vor Polizisten oder vor Richtern, obwohl ich weiß, sie haben keine Autorität mehr. Und das geht nämlich damit zusammen, wie, dann erzähle ich es nochmal kurz, wie die Ende 2012 nämlich einige Juristen dieses ganze Rechtssystem zwangsvollstreckt haben, Staaten waren Unternehmen. Und das geht nicht mehr und jetzt habe ich das für mich so entschieden, dass ich ein freier Mensch bin und als freier Mensch auch die Bahn frei nutzen möchte. Und das mache ich jetzt andauernd. Und da wurde ich jetzt als ich wieder hierher gefahren bin aus Deutschland, bin ich in München darauf angesprochen worden, wieso ich jetzt, ob ich einen Fahrschein hätte. Na gut, es war nämlich so, dass dies meine Angstbaustelle ist. Dass ich einfach die Kontrolleure dann noch sehe und dann gehe ich raus und dann sind sie mir hinterher und haben direkt gesagt, also haben mich gar nicht mehr nach dem Fahrschein gefragt, sondern wollten mich direkt zur Dienststelle bringen. Und ich frage dann nach dem Amtsausweis und ein Amtsausweis hat natürlich keiner von denen. Und zur Vorgeschichte ist noch, dass ich mich zu Hause bei meiner Wohnung einfach abgemeldet habe. Das ist jetzt mein konkreter Weg, was ich getan habe. Ich habe mich abgemeldet. Sie können mir keine Briefe mehr schicken nach Hause. Und ich möchte das jetzt alles vor Ort und mündlich klären. Und das klappt. Das hat auch vorgestern ganz gut geklappt. Und zwar haben sie mich rausgeholt und dann bin ich für diese Erklärung zur Dienststelle mitgegangen, um ihnen die Rechtslage zu erklären. Standen 6 Polizisten um mich rum und 2 Kontrolleure und denen habe ich dann erzählt, ich möchte sehr gerne mit ihnen kooperieren, aber sie haben keine Autorität über mich und ich möchte mit ihnen wirklich auf Augenhöhe sprechen. Dann habe ich ja erstmal gemerkt, dass ich mich hingesetzt habe und dann kann ich ja gar nicht, also dann bin ich erstmal wieder aufgestanden. Das war schon mal wichtig, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich nämlich die ganze Zeit, ich wollte für euch alle dann ein Video drehen, wie ich das, wie man das umsetzen kann, dass man einfach ehrlich ist und die Lage erklärt. Und dann hat mir nur der Kollege gesagt, ja, er möchte nicht gefilmt werden. Und weil er so in seiner eigenen Angst war und sich so aufgebaut hat vor mich. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, okay, weil du es bist, weil sie es sind, dann kann ich das auch dann später am Parlament erzählen und ich lösche das jetzt für sie, weil sie anscheinend sehr verängstigt sind. Und dann, ansonsten habe ich das aber so durchgezogen, dass ich gesagt habe, ja, ich erkenne ihr System nicht an, weil mir wurde eine Strafanzeige, zwei Zettel habe ich bekommen, eine Ordnungswidrigkeit und eine Strafanzeige. Die Ordnungswidrigkeit, da ist mir eingefallen, habe ich mal letztens was gelesen, auch wenn die Staaten nicht zwangsvollstreckt geworden sind, gilt auch das Ordnungswidrigkeitengesetz nicht mehr. Und das habe ich ihm gesagt, das kannte er auch gleich. Die andere habe ich aber gefragt, hey, hier steht Person und ich bin nicht meine Person, das ist wichtig. Mensch und Person ist ein Unterschied und ich deklariere mich nicht als meine Person, das ist meine Geburtsurkunde, die könnt ihr haben. Und dann habe ich die Polizistin gefragt, wissen Sie das, kennen Sie den Unterschied zwischen dem Menschen und der Person? Dann hat sie gesagt, ja, den kenne ich. Ja, also wissen Sie, wovon wir reden und ich kann keinen Zettel unterschreiben, wo Sie mich nicht ansprechen, sondern diese Person. Und dann habe ich unterschrieben, unter Zwang, alle Rechte vorbehalten, Kevin aus der Familie Bogon. Und dann war es soweit erledigt. Ich bin noch nicht ganz fertig. Und zwar ist das Lustige jetzt, dass Sie gesagt haben, wir haben ja jetzt gar keine Adresse, wo wir was hinschicken können. Melde du dich doch einfach mal in 2 Wochen. Wir stellen dir einen Beamten, mache ich jetzt auch in Anführungsstrichen, einen Angestellten stellen wir dir zur Verfügung. Jetzt habe ich eine Nummer und kann die anrufen in 2 Wochen, um nochmal nett mit denen zu plaudern. Aber das ist auf freiwilliger Basis. Ja.
Und ich bin da rausgegangen und in dieser Lage sind wir jetzt und alles ist gut und wir sind frei. Und da möchte ich jetzt einfach von anderen Leuten noch mehr Geschichten hören, wie sie sich da auseinandersetzen. Und ich kenne nämlich auch andere Leute hier, die ihre Kredite zum Beispiel nicht mehr zurückbezahlen und die möchte ich jetzt weiter interviewen. Wenn jemand noch so eine Story hat oder wie er das macht, dann würde ich ihn gerne filmen, denn das, denke ich, das interessiert die Masse, was jeder konkret macht, seine eigene Geschichte. Jo, danke euch.